3, 2, 1. Was geht ab, ihr ganz schön? Willkommen zurück zu einer Folge Worms Game Wars. Heute mit allem aus dem Team PC, außer Sebastian, der ist im Urlaub. Peter, probier mal aus, auf die Mine zu springen, bitte. Nee! Ja, und wir haben, auch wenn man jetzt die Einmeldung, die Einstellung geändert. Ja, mach komm, doch mal, Peter. Da ist bestimmt Blindgänger, komm. Genau, ja, es gibt Blindgänger und zufällige. Oh Gott, nimm doch einen Fallschirm. Echt, das wäre viel smarter gewesen, als wenn das, ich das, was du getan hast, eventuell. Ja, das wäre viel smarter gewesen, Bram. Warum hast du mir das nicht früher gesagt? Weil ich bin hier, um deine Fehler auszubügeln, ja? Da hast du natürlich ein gutes Argument geliefert. Gerade in Worms nicht. Also am das ehesten einfach, also schon ich, glaube so ich, weggeworfen einen einfach. Runter, wenn ich hier schlage, nee, oder? Der kommt doch sofort dann wieder hoch. Easy. Aber du musst ein Ninja-Rope dafür nutzen. Oh mein Gott, du schenkst ihm einfach die Kiste, die ich haben wollte. Naja, ich schenke ihm erstmal die Explosion, die da eventuell kommen werden könnte. Ja, das kann natürlich passieren. Das ist richtig, das ist mein letzter Wurm, der kommt nicht drin. Ich meine, jetzt habe ich mir natürlich da auch ein... Man hat die Lügenstimme? Wie nennt man das? Ein Ei gelegt, den da eventuell zwei böse Würmer mir gegenüber attackieren können. Also ich weiß, die macht nicht viel Damage, aber... Vielleicht macht ihr ja das fast kaputt. Oh, hallo Sebastian. Die Kiste? Aber wirklich? Was ist denn hier los? Völlig egal. Oh. Lucky me vielleicht? Tatsache. Nein! Komm runter. Aber die Kiste ist nicht kaputt gegangen, ey. Oh, das ist 10 von 10 dumm gewesen, aber geil. Ja, der wird komplett zugeschissen da. Aha. So früh im Spiel teleportieren. Das heißt, man geht dann immer auf die Person. Wenn immer das ich das mache, greift man mich immer an. Ja. Du hast zwei ich will mal daran erinnern. Das ist richtig. Alle meine anderen Würmer waren gerade. Ich hatte gerade alle Würmer. Ich verstehe das ja auch. Alle ich Maler, bin ja auch bei dir. Nur sagst, bist du auch immer ganz groß dabei, der dann sagt, ja, da müssen wir jetzt auf Jay gehen. Was ich finde, wir sollten da jetzt auf Jay gehen. Genau da auf den jetzt, auf Rhea Ripley. Da hallo, nicht auf Mami. Geht. Jetzt mal rein da. Gelb hallo. Was machst du denn jetzt? Er macht ein Loch drunter. Oh. Das ist jetzt richtig Arsch gewesen. Herr von Smits, dir. Das war ja, da haben sie ja richtig Hirnschmalz bewiesen. Deine Überraschung kannst du dir sonst vorhin schieben. Ich dachte, du willst ihn mit Schwung oben in die Pfütze schießen, weißt nee, du? Nee, lieber nach unten. Ja, verstehe ich schon. Die. Oh ja, jetzt geht es los. Ah ne, ging ja schon mit meinem ersten Zug los. Aber da ist doch Wasser, Bram. Du brauchst keinen Fallschirm. Okay. Ohne Fallschirm ist wild. Den Fehler werde ich nicht nochmal machen, diese Folge. Mm-hmm. Ja. Diese Folge. Eine wichtige Einschränkung. Diesen Zug. Was passiert da? Was soll die Scheiße? Das finde ich nicht gut. Ich habe meinen ersten in Sicherheit gebracht da unten. Hoffe ich. Oh, der ist eingesperrt. Ich komme nicht raus. Ich komme nicht raus. Ich muss raus. Okay. Oh, cool. Nein, was? Oh Gott. Oh. Wieso schiebt er den denn nicht einfach weg mit dem Feuer? Ja, du warst zu nah dran. Hm. Hallo? Was ist das denn für ein Scammy? What the fuck? Komm, Zeit, lauf. Lauf. Ah, fuck you! Sag, geh mal weg, geh mal aus der Sonne. Komm, Zeit, lauf, Alter. Das kriegst du wieder! Ja, dann schieß doch zurück! Oh ja, du Wichser. Daneben. Schade. Voll getroffen. Ja, hätte er sein können. Aber ob er Gicht, weiß man nie, ob du spontan nochmal wegziehst. Also diese Kacke da links unten gefällt mir da alles nicht, muss ich ehrlich sagen. Das verstehe ich. So drei Gelbe da, einfach auf engstem Raum. Ja. Aber was machst du mit dem auch runter? Okay. Okay. Die Dinosaurier sind zurück. Töre. Achso, Leute, bei mir wissen Elefanten gewesen. Haben wir keinen Stups mehr? Doch, da. Boing. Oh, ich finde das nicht gut. Da wird gerade so eine Suppe gekocht. Die wird im Gesicht explodieren. Da wird ein Süppsche gekocht. Ein Süppsche. Wie heißt nochmal? Jetzt hier Gothic-Spezialfrage. Wie heißt der Dude, der im Fleischschwanz. Ach so, boah. Ja.
Nee, Matt nee. Nicht. Matt ist der, der einem am Sack geht dabei. Wie hieß der denn nochmal? Ich weiß es ja. nicht. Okay, wir haben Blindgänger dabei, ne? Ja. Und auch Minen, die lange verzögern. Pass auf. Aber ja, auch Minen, die sofort Geth? Auslösen. Ja, oder die ist Geth? Halt nicht. Okay, die ist halt doch. Jetzt schon eine Bereicherung, diese Umstellung. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, da hat Bram auf euch gehört. Ich sag, der heißt Scuff. Oh, Scuff könnte sein. Scuff. Kann man das googeln? Scuff ist ein Controller? Eins. Es gibt Scar. Oh ja, also richtig. Okay. Du hast den Fallschirm nicht benutzt, Bram. Koch, altes Lager. Snuff heißt der. Das kann Snuff, nicht wahr sein. Ja, guck mal, Snuff, Scar. Der, ach, guck mal. Der Fallschirm hat mich betrogen. Während ich am Handy bin, hat Bram. Nee, wenn du, wenn du zu tief fällst, öffnet sich der Fallschirm und da kannst du nicht mehr seilen. Oh! Ich kann abseilen. Ich wollte hier ein Stück nach unten fallen. Dann ist der Fallschirm aber nicht so gut. Mach einfach eine Mine und Abfahrt. Niemals komme ich hier raus. Das ist alles beschissen. Stell dir vor, dich da keine guten Plätze. Ich würde nach oben. Ja. Also rechts schieße ich dich runter. Ich würde es nicht rechts hinsetzen. Ja, das ist schon besser. Ja, das ist gut. Guck mal hier. Der Bobbele ist hier noch dran. Bobbele macht bei oben ein bisschen Party jetzt. Das gefällt mir nicht. Fangen wir da an, da ein bisschen zu arbeiten, da an der Insel. Aber da ist doch ein Nöbel, der hält das ganze Ding da fest. Ja, aber vielleicht schießt der du auch nochmal drauf und dann ist der Nöbel da auch weg. Glaube ich nicht. Ja, von da aus wirst du, glaube ich, da nicht drauf schießen. Aber vielleicht wirfst du einen Nade hoch. Ja, aber ich habe keinen Wind. Ja, aber einen Nade kannst du auch hochwerfen. Knapp mit dem Winkel, aber nicht unmöglich. Sehr knapp. Oder du machst die Cluster, um Bram nochmal wegzutriggern. Warte mal, wenn bei 5 bleibt die da liegen bei der Kiste. Ah, keine Ahnung. Ah, here we go. Okay, das war zu wenig. Ja, ist doch gut, oder? Dürften alle explodieren. Mach halt, was du wolltest, oder? Na, ich wollte nicht nur die Kisten wegmachen. Na gut, jetzt sind die Kisten hier weg. Was sagt uns das? Was sagt uns nicht so? Das Wasser ist ein bisschen flacher jetzt auf jeden Fall. Kannst ja. Musst du aufpassen, wenn du den Körper machst. Ist jetzt für Kinder geeignet. Hallo. Hi. Hi. Geht doch. Jetzt guck mal, ich muss kurz abgucken, wie man da hochkommt. Ja. Oh. Aus ein langes Seil. Da kommt da gar wird ein Geschenk da gelassen, das finde ich gut. Hat da ein Häufchen okay, jetzt weiß ich, wie man da hochkommt. Scheiße. Nicht mehr nicht vorbeigekommen. Oh nein, Baby. Ich habe das Gefühl, dass Bram und ich uns irgendwie knubbeln an unseren Orten. Ein bisschen, ne? Eine perfekte Idee. Ja, jetzt muss ich hier den ersten entfernen. Tut nicht. Warum nicht? Warum doch? Das hat dich nicht überzeugt, Bram. Okay. Nice try. Beim nächsten Mal, ich habe nicht damit gerechnet, eine Gegenfrage kommt, aber ich überfordere. Ich wollte dir noch 20 Sekunden Zeit lassen, dir um dein Leben zu ja, argumentieren. Hätte ich dann vorgewusst, dass ich eine Chance für ein Statement habe, ich jetzt vorbereitet, aber so war einfach so, oh scheiße, ich kann was sagen. Ich dachte, so. Warum doch? Hallo. Alter, diese Steuerung, ne? Ist das krank. Da, du bewegst es perfekt auf einer Linie. Ja, ich weiß, weil man nichts anderes machen konnte. Gute alte Worms, wir lieben mit dir. Also Bram, ich finde, das zeigt eindeutig, dass wir gemeinsam gegen Jay vorgehen sollen. Glaube ich auch, ja. Ich finde, wir schmeißen jetzt ein bisschen was einfach in das Loch unter uns da. Aber die drei Würmer von ihm drin sind. Christian, ja Christian kümmert sich schon um den da oben rechts. Sehr viel schmeißen einfach wie so ein Basketballkorb. Immer wieder da rein. Ich hätte jetzt auch auf Christian gehen können, aber ich dachte, ich fand das ziemlich witzig, euch dazu abzufucken. Ja, verstehe ich. Lol. Guck mal, der hat dir jetzt keinen Schaden zugefügt. Das ist ja kein Angriff noch auf nicht. Dich. Ab jetzt fügst du dir den ja selber zu. Ja, genau. Das ist deine eigene Schuld. Du musst dich ja nicht bewegen. Ich muss mich einfach nicht bewegen. Was geht ab? Ah, Peter. Wo bleiben denn die Würfe jetzt nach mich, unten in die Tiefe? Ob dieses kleine Nibbelding da rechts, wenn das weg wäre, würde das Teil dann nach rechts unten, also so runterfallen? Ich glaube, das rechte neben ein größeren Nibbelding daneben würde es auch noch aufhalten. Ah, stimmt. Boah, Alter.
Wo geht der denn hin? Auf sich selber. Oh. Okay, aber komm, der, also auch, das war von Inkompetenz geprägt, wenn er nicht von Angriffswillen. Weiß ich jetzt nicht, was ich davon halte. Also das wüsste ich jetzt auch nicht. Wolltest du den Träger wegsprengen? Nee, den Träger? Ich wollte da unten einfach eine Granate reinschmeißen, so wie ich das gerade gesagt habe. Ja gut, aber das ist ja auch da unten. Ja, nee, so richtig unten. Ja, du bist klug, weißt du, jetzt gleich kommt der Büffel der Lügen von dem linken da. Ihr wisst oben. Aber schon, dass ihr da euch gleich komplett bekriegt da in dieser, um diese Insel, ne? Warte, hey, das ist so ein bisschen die Problematik, Inseln? Ja. Na, hä? Ja. Na, welche denn? Ja, rechts und hier in der Mitte. Oder siehst du die nicht? Aber am Ende der Schlacht werden ja die Toten gezählt. Exakt. Muss man einfach mal so Wortwilzen rausholen. Ja, wirklich. Bäume wachsen auch im Schatten. So, jetzt hat er sich ja abgeguckt. Boah, ja, guck mal, Szene, easy. Das wirklich gut gemacht. Das gefällt mir gar nicht. Ja, weißt du, was er jetzt macht? Der schießt uns jetzt beide da oben nach links rein. Was mir nicht gefällt, ist, dass Peter schon gesehen hat, dass er da oben drauf gelandet ist, bevor der da oben drauf gelandet ist. Oh, naja, nicht alle. Aber da ist ja auch nichts Neues, Christian, bei Worms, da wir in unterschiedlichen Geschwindigkeiten sehen. Ich dachte halt nur immer, nur der Host sieht das. Eigentlich schon, aber ich bin natürlich näher am Host. So. Das stimmt, dann wird das schneller übertragen. Ja. Denn ich weiß, denn wenn, keine Ahnung, wenn mal Formel 1 in den USA ist, dann ist das Bild auch bestimmt 20 Sekunden später, als wenn das in Hockenheim wäre. Ja. Weil da ist das nur eine Sekunde dann, ja. Da werde ich dann immer von Twitter gespoilert, wenn wer gewinnt. Das ist das Ätzendste, glaube ich, was in der Großstadt beim Fußball sein könnte, wenn du das guckst. Ja, zum Glück war ich immer schneller als alle bei Public Viewing. Oh, oh. Der kommt zurück. Oh, was, der kommt zurück. Aua. Scheiße. Wir hatten in einem Fußballspiel, was ich zusammen mit Kollegen geguckt habe, so ein richtiges Brain gehabt. Der gesagt hat, oh, da schreien ganz viele im Innenhof. Und 5 Sekunden später ist ein Tor gefallen. Junge, war ich sauer. Ja. Ja, verstehe ich. Hast du Spoiler? Ich habe zwischendurch immer versucht herauszufinden, welche Nation. Kannst du mir gerade kurz erzählen, was da passiert ist? Warum hat die Mine aufgehört zu piepen? Welche Mine? Blinkinger? Nein. Die Mine da unten, die hat einmal gepiept. Ja, ich probier nochmal. Ja, vielleicht war Blinkinger? Nee, die ist ja, dann geht die ja aus und ist weg. Die hat nur einmal gepiept. Ich weiß, kann die nicht sagen. Der kann aber immer noch ein Blindgänger sein, oder? Ja, okay, die habe ich nicht gesehen. Ja, die war aber auch. Was mache ich denn? Ihr schenkt ja alle ab, was ist da Alter, los? Das gibt es nicht, Alter. Ich bin so weit rausgezoomt gewesen. Alter. Du musst schon so früh abschenken, Leute. Ich hätte mir einfach das Helf holen können, das ist doch so belastend jetzt. Stupid. Ja, war wirklich stupid. Schießt auf den 104er da rechts. Immer wieder witzig, muss ich sagen. Irgendwann wird das klar. Wo geht die denn hin? Oh, die ist aber Zucker. Boah, ist die Zucker. Oh nein. Die ist richtig Zucker. Also vom Wurf her war die richtig gut. War okay, oder? Die war stark, muss ich dir lassen. Die war okay. Das ist Mist. Muss ja auch mal irgendwie mal was machen, ne? Ja, hast dich an die Führung katapultiert. Ja, du könntest mit dem 135er ja, Wasser draufwerfen. Der bewegt sich und dann schießt er. Ich mache ja ganz gute Züge heute, aber. Ja, erstmal selbst beneißen, immer wichtig. Ja, es wird mir aber trotzdem nichts bringen, weil ich einfach die Position komplett im Arsch ist. Ja, sehen wir dann am Ende, ne? Nicht, dass du hier wieder zu früh schreist, du bist tot. Ja, tot bin ich ja auf gar keinen Fall, weil ich ja Erster bin. Ja, im Übertragen. Ja, der ist weg. He's gone. And he's gone. Oh, Christian, I like the way you think. Aber das könnte nicht so weit gehen. Oh mein Gott, das ist richtig schmerzhaft jetzt. Boah, das war ja wirklich clever. Oh mein Gott, das war ja... Ich bin voller Lob für eure Züge. Das war die absolute Rache. Ja. Und dann seid ihr Luschen dran. Ja, das war der erste Zug, in dem ich Schaden gemacht habe. Ja, aber der war insane gut. Da hatte Peter an die Spitze geholfen. Nein, Moment, ich muss korrigieren. Der erste Zug, in dem ich jemand anderem Schaden gemacht habe. Das war saustark. Das war saustark. Er hat mir 2 Würmer mit weggemacht, ey. 3. Oh mein Gott. Aua. Okay, das war auch ganz schön clever. Seid ihr alle irgendwie von jetzt auf gleich klug geworden? Oder was ist hier los? Jetzt kommt jetzt ich wieder und jetzt wirklich so, als wüsste ich nicht, wie eine Tastatur funktioniert. Ja, streng ihn mal ein bisschen an. Du hast doch 4 Würmer. Echt, Peter? Nur alle Würmer? Ist ja
Wir müssen mal auf Killer gehen. Ja, man geht halt nicht auf die Schwelle. Man geht halt nicht auf das Loch aufzumachen. Aber. Da ist doch dein eigener Wurm. Ja, das ergibt keinen Sinn. Aber jetzt hier mit Bram ist halt auch schwierig, ne? Ja, wir sind da weiter in Brees, weißt du? Das ist einfach von links ein Büffel durchlaufen. Boah, ich hab ne... Wir sind Brees, Bram. Wo, was machst du jetzt? Oh, nee, warte, ich muss aber wieder nach rechts. Wasserteil. Setz dir eine Maske auf. Ich hab keine Zeit für Wasserteil. Okay. Was aber das wäre ein guter Hinweis gewesen. Oh mein Gott, ich werd so gefickt, Alter. Das war nicht weit. Das war ich werde in so kurzen Runden einfach so crazy gefickt, Alter. Boah. Nee. Junge, Junge, Junge. Alter, der hat Ich hab einfach innerhalb von einem Durchlauf so viel verloren. Holy Was shit. Was ist da denn los? Das Wasser zieht ab, aber das Loch ist nicht groß genug. Ja, aber ich bin ja jetzt nicht dran. Kann jetzt mal mit 150er links dran sein. Oder? Nee, doch, ich bin dran. Du bist dran. Mit dem 54er oben rechts. Ich bin gar nichts. Irgendwann bist du dran. Stimmt. Jetzt. Mit dem da unten. Ach krass, der lebt noch. Naja. Das war lucky für ihn. Ja, sehr lucky. Ja. Halt nicht so einfach alles, ne? Kann der Büffel schon mal nicht rankommen. Kann nicht springen. Ja, der Büffel wird übel. Naja, das ist unmöglich. Da Christian und ich reiben uns da jetzt nur dumm auf. Das wird einfach scheiße. Ich reibe hier gar nichts. Ich reibe jetzt meine Wunderlampe. Jetzt kommt die Holy. Ja, oder der jetzt Büffel. Jetzt kommt die Holy. Nee, der Büffel geht da drunter. Nee, der Büffel läuft unter uns drunter. Ja, du hättest ja hochfliegen können, theoretisch. So, so müsst ihr erreichen, weil die bounced ja. Die explodiert ja erst, wenn die liegen. Und bauen bleibt, drüber. Oder? Boah, Junge, das kann so lecker werden. Alter, Christian wird so viel Schaden gemacht haben, diese Runden. Bounce drüber. Oh, das sieht so aus. Junge, Junge, Junge. Was ein Schmackofatz, okay, ey. Das lief ja noch überdurchschnittlich gut. Was ein Schmackofatz. Tja, damit ist oben auf jeden Fall, also oben rechts auf jeden Fall... Insane ist besseres okay. Positioning. Sag mal, die linke Insel ist nicht mehr existent. Ja, richtig. Nimm mal Ninja Rope, Ram. Hat er nur eins? Ich hab keins mehr. Ach so. Ist ja doof. Teleportier dich doch einfach so hoch, wie du kannst, und dann buddelst du. Naja. Der Wurm ist einfach verloren. Das ist, Blindgänger, okay. Attrappe. Ja, also die können also auch nach einmal Blindgänger sein. Ja, aber ich dachte mal, bei Blindgänger, gierig? Dann kommt so dieses Mann, nochmal springen, Peter. Ja. Mach einen Rocket Jump. Das wird dich betrügen, Peter. Ah, dann Teleport. Was soll das? Ach nee, ich bin ein Idiot. Was tust du da? Ja, ja. Du hast doch keine Zeit mehr. Ja, chill mal deine Base. Ich weiß, ich war verwirrt. Ich sag ja, minus eins. Merke ich. Da! Junge, du bist genauso Alter. Beschissen worden wie ich jetzt. Hast durch du keinen Fallschirm. Teleport? Nein, ich hab den schon benutzt. Ach so. Hast du keinen Teleport-Schuss? Den habe ich. Okay. Wolltest du nicht einsetzen? Nee, ich dachte ja, das geht schneller. Ja. Aber ich, also Fallschirm ist vielleicht doch nicht the best way für diesen Spaß, Bram. Ich muss dir da zustimmen. Danke. Für diesen Spaß. Oh. Ich war mir nicht mehr sicher, weil die Minen, die man, glaube ich, legt, können auch Blindgänger sein, ne? Die können auch richtig arsch sein. Soll ich meine schon. Nicht Blindgänger sein. Dann hätte ich auch die Mine setzen können, scheiße. Boah, Alter. Ich habe ein Gefühl, dass die auf mich gehen könnte. Verstehe ich auch gar nicht, warum. Ja, das Problem ist jetzt, das so in die Mitte zu hauen von dem 126er und 52er. Mach zwei, dass die dazwischen in die Mitte fällt. Ich möchte ja auch auf den Boden setzen. Und die quasi auf dem Massenfass liegen bleibt. Mit einer 3 oder so auf dem Boden wie die Holy. Da hast du die größte Chance zu überleben. Okay. Oh, ja, irgendwie so. Ja, hätte ich auch so gemacht. Also, war halt smart. Der rechte ist aber noch am Stissel, oder? Ja, klar. Ja. Der ist noch am Stissel.
den ich soweit jetzt bekommen habe, ist der Obershit. Teleport? Und Seil. Geil. Seil finde ich gut. Was mache ich hier? Was mache ich hier? Mal, was für gute Freunde ihr noch da seid. Einfach durchlaufen lassen. Ja, aber bei welcher Richtung? Ja, da von rechts nach links. Dann machst du beide von links weg, nach oder? Rechts machen jetzt. Nee, ich mach das, was ich ursprünglich vorhatte. Ach, das ist ja belastend. Rechts nach links. Da hast du gar keine Zeit zu. Peter Büffel von links nach rechts, der spult den trotzdem weg. Meinst du? Ja, komm, mach ich. Willst du jetzt wirklich mich angreifen, Peter? Naja, Safe Call. Also jetzt sind wir ja wohl lange an dem Punkt angekommen. Ja, lange. Wenn du das jetzt so machen möchtest, wenn du mit dem schlechten Gewissen leben kannst. Hä, hey, was denn, Alter? Das ist. Ich weiß nicht. So schlecht. Ich hab dich nicht angegriffen, wollte ich auch nie. Das finde ich jetzt aber gar nicht mal so geil. Was ist da denn passiert, Alter? Ja, also, ich dachte mir, das passiert, aber von rechts nach links habe ich das nicht gesehen. Ohne mich selber zu machen. Naja, Peter, also falls ich nochmal dran sein sollte, weiß ich auch, wen ich gehe, ne? Nee, also wieso? Ich hab dich nicht angegriffen. Da wärst du der Erste, der mich angreift. Ey, ich würde sagen, das ist schon lange vorbei jetzt an der Stelle, ne? Manche werden mir sagen, das ist vielleicht dumm, weil ich auf Jay gehen sollte. Aber denen sage ich, das ist mir egal. Ach, der Büffel der Lügen. Tut mir leid, Chris. Absoluter Betrug. Ja. Hast du nicht verdient, als erstes da vom Platz zu gehen? Ja, das ist doch, das stimmt, das hätte doch ich mit verdient. Den ersten Runden habe ich das ziemlich verdient, glaube ich. Das ist nicht so wild. Schießt einfach mit der Shotgun runter. Also halten wir fest, Bram ist der als erstes auf den gegangen ist, ne? Das ist mir egal. Das ist mir egal. Halten wir das mal fest, ne? Bram ist der gebrochen hat, ja? Das kannst du es ruhig so drehen. Das ist, ist doch auch so. Wie bei der amerikanischen Präsidentenwahl. Entweder gewinnt jetzt der mich gekillt hat, oder der ein Lügner ist. Aber Moment, da müsste ich jetzt einfach senil 24 Sekunden hier so rumstehen. Nichts tun. Ja, am Ende begrüßt du noch jemanden rechts von dir. Aber mit dem falschen Namen ist noch wichtig. Wie viele Sekunden nimmst du denn jetzt? Oh Gott. Drei? Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dieser eine Nippel kleine Nippel ihn gerettet hat, ist jetzt... Könnte okay, Bram, kannst sein. Du noch nach oben links fliegen oder muss der jetzt sitzen? Er kann nicht mehr fliegen. Oh. Außer er hat was gefunden. Er hat keinen Jetpack mehr gehabt. Erstmal gehen wir natürlich hier hoch, entspannt, ne? Okay. Geh mal entspannt wieder runter. Geh mal entspannt hier hoch. Geh mal entspannt wieder runter. Okay, drauf geschissen. Fuck, Alter. Mann, mich kriegst du doch auch weg. Boah, mit der random Banane ist gefährlich, Alter. Der random Banane. Ich wünsch dir viel Erfolg. Also, ne, eigentlich wünsch dir keinen Erfolg. Ah, jawohl. Oh, insane. Boah. Und dann alles nur, weil Peter auf mich gehen wollte, ja. Das kann man so oder so sehen. Und damit hat der Lügner gewonnen. Na super. Geil, zu Recht. Guck mal, ich doch auf. Ich sehe da ganz viel Grün auf der ersten Seite, muss ich sagen. Das ist schon verdient. Wenn ich das so durchscrolle. Das ist schon maximal verdient, der Sieg. Ich habe zwei Gegner eliminiert. Schlag von mir. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.